Oh mein Gott. Ist das wirklich... Ist das noch ein Totem hier? Hat es auch noch... Das hat auch noch keiner gefunden. Leute, wir haben zwei Totems diese Folge gefunden. Alter, richtig geil. Und dann schlage ich herzlich willkommen zu dieser kleinen Runde The Good Life Adventure. Ja, ich wollte heute eigentlich einen Commentary bringen, das ist nichts geworden, weil ich alles verpeilt habe. Und deswegen, ja, gehe ich mal auf den Server drauf. Also, beziehungsweise, ich bin jetzt schon drauf gegangen. Denke nicht, ich bin hier asynchron. Und ihr seht, ich bin woanders, wo ganz anders, als ich davor war. Ich habe nämlich offscreen ein bisschen was gemacht. Ich habe auch, es gibt hier so eine Art PvP-Event, da habe ich offscreen mal teilgenommen, bin direkt verreckt. Das wollt ihr auch gar nicht sehen. Man kann hier einiges offscreen machen. Sozusagen, ich bin jetzt hier einfach mal zu der Arena sozusagen hingelatscht. Meine ganzen Sachen sind auch noch zu Hause und im Backpack. Das ist alles nicht so wichtig, deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich renne jetzt mal wieder zurück. Hier seht ihr nochmal die Arena. Ich kann euch gerade mal zeigen, dort hinten, da ist mein Haus irgendwo. Dort in der Richtung. Da hinten sieht man schon meine ärmlichen Anfänge. Und da hat sich auch einiges getan. Ich habe einiges gebaut seit wir, sozusagen, seit die letzte Folge hier stattgefunden hat. Ja, und die Ground Items werden auch in 60 Sekunden removed. Das ist ja immer das Allergeilste. So, und dieser Berg, der sieht echt schon ziemlich vollgekleistert aus. Habe ich auch mal offscreen bemerkt, Alter, da baut ja jeder mittlerweile sein Haus dahin. Ja, aber wie ihr jetzt hier wahrscheinlich schon seht, ne, ich habe ein bisschen was gebaut schon. Ich habe ein bisschen den Keller ausgehoben und so, alles ein bisschen weitergebracht hier. Oh, da bringt mir gerade wieder jemand eine Leistungswarnmeldung. So, hier ist der ganze Strand ausgehoben, hier bauen ab und zu irgendwelche Leute irgendwas. Da hinten ist so ein Kackpfeiler, ich weiß alles nicht, was das hier ist. Gehört mir nicht. Ja, hier hat ja jemand so eine Untertunnelung gebaut, die solltet ihr kennen. Und dann kommen wir wieder auf mein Grundstück. Ich habe von irgendjemandem Melonen gekriegt. Ich weiß auch nicht, woher die kommen. Die habe ich jetzt mal hier. Das heißt, wir haben jetzt überhaupt keine Essensprobleme mehr. Ich ernte einfach jedes Mal diese ganzen Melonen ab. Und dann haben wir erstmal für die Folge und auch für Ewigkeiten danach noch genug. Auf jeden Fall richtig cool, wer auch immer, woher auch immer ich diesen Melonensamen habe. Ich finde das richtig, also ich habe einen angepflanzt und habe den immer weiter vermehrt. Wie gesagt, hat sich einiges getan, aber ich glaube, ist ganz cool geworden hier alles. Hier seht ihr nochmal das Innen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, das hatte ich zum Großteil schon fertig in der Folge. Da hinten hat ja der Bluch und der Gute ein bisschen was weggesprengt. Diesmal hat leider keiner was für mich weitergebaut. Dann kann der nur mal schauen. Hier oben habe ich einfach schon mal ein bisschen die zweite Etage angefangen. Und eine Sache, die ich jetzt diesmal vorhatte, ist, dass ich mich ein bisschen equippe und mal auf Höhlentour gehe. Denn, beziehungsweise nicht auf Höhlentour, hier kann man ja, sozusagen, alles, was über Eisen ist, also sozusagen Gold, Diamanten und noch irgendwas, Redstone, glaube ich, kann man nicht finden in dieser Spielwelt, sondern die muss man sich kaufen. Und das Ganze für Emeralds, sozusagen, und das kann man dort hinten auf dieser Insel, dort bei solchen Villagern. Kann ich euch jetzt auch mal irgendwann zeigen, aber jetzt im Moment ist es gerade nicht nötig. Alter, es laggt wie scheiße gerade. So, im Moment ist wie gesagt nicht nötig. Ich gehe nochmal in mein Backpack und schaue nochmal, was ich da so habe. Ich habe zwei Dinge. Ich habe Head of Wolrekids, das ist auf jeden Fall richtig geil. Ich habe meinen eigenen Kopf gekriegt. Ja, cool. Jetzt habe ich einen Slime in meinem... in meinem Zimmer. Und ich habe auch noch Head of Drohne Dingens und Head of Bucket Place. Frag wie. Also, ich glaube, die habe ich auch vom PvP-Event irgendwie abgesnackt. Die lagen dort einfach am Boden. Kann ich mir alle so in eine Reihe stellen. Ist ganz cool. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch die noch. So, also, wie gesagt, es ist ziemlich viel offscreen passiert. Ja, ich werde es nicht mehr machen, dass ich so viel jetzt offscreen mache. Ich werde es eher viel mehr noch onscreen machen. So, und wie gesagt, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen auf Erkundungstour begeben. Wir haben eigentlich alles Wichtiges im Backpack. Ich kann mal meinen ganzen Besitz hier mitnehmen, in das Backpack reinklatschen. Und da würde ich mal sagen, wir gehen direkt los. Eine Sache, die ich nur machen wollte, ist, dass ich vielleicht da oben ein bisschen das zukleister, dass da hier sozusagen keine Monster reinkommen und dann ich hier nicht ein böses Erwachen kriege, wenn ich hier wieder nach Hause komme. So, sieht nicht schön aus, muss es aber auch nicht. Und ich würde mal sagen, ich gehe mal dort hinten in die Richtung. Dann machen wir uns eine kleine Erkundigungstour jetzt mal, weil wir brauchen echt mal ein paar Ressourcen. Im Moment haben wir echt nur Steinwerkzeuge und das ist ja echt nicht schön. So, hier sehen wir, hier hat irgendjemand sich ein Haus gebaut. Hier hat auch irgendjemand den ganzen Strand abgegraben. Das sieht ziemlich scheiße aus. Ich hoffe mal, das wird hier noch ein bisschen verschönert. So, wie gesagt, hier war ich auch selbst noch gar nicht.
Also daher, das, hier kenne ich mich auch selbst nicht aus. Ich habe einiges offscreen gemacht, aber hier war ich auch noch nicht. So. Dann haben wir natürlich keine Axt, keine, ja doch, keine Axt, genau. Bisschen blöd, sonst können wir jetzt die ganzen Bäume hier den Boden gleich machen, aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich, da ich ja keine Axt habe. So, mal schauen. Da geht die Sonne gerade unter. Bin ich der Einzige auf dem Server? Ja. Habe ich ein Bett? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube fast nicht. Das ist ein bisschen kacke, dass jetzt die Sonne untergeht. Ich würde mal sagen, ich suche mir schnell irgendeine Höhle, wo ich dann reingehen kann. Und dann ist ja eh egal, ob es jetzt Tag ist oder Nacht. Habe ich in meinem Backpack noch ein bisschen Holz? Ja, ich habe noch gut Holz. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann haben wir auf jeden Fall noch richtig viel Holz in unserem Backpack. So, hier ist auch scheinbar schon alles weg. Also Leute, ne, dadurch, dass ich ein bisschen später dran bin mit allem, muss ich wahrscheinlich erstmal mega weit traveln, dass ich irgendwie irgendwo hinkomme, wo ich irgendwie was erforschen kann oder so. Denn hier scheint alles schon erforscht zu sein, deswegen mache ich mir jetzt gerade mal ein Boot. So, machen wir es. Zack, zack, eine Workbench und Sticks. Die werden wir sicher auch noch brauchen, die Sticks. Und dann mache ich mir auch mal ein Boot. So, dann keine Druckplatten, sondern ein Boot. Machen wir uns gleich zwei. Falls eins kaputt geht, dann müssen wir hier nicht irgendwie auf hoher See irgendwas arbeiten, sondern dann können wir direkt unser nächstes nehmen. Jo, ich würde mal sagen, springen und das Boot platzieren und dann können wir auch schon direkt mal ein bisschen über den Ozean cruden. Hier sind Hühnchen, okay, sehr interessant. Ich hoffe mal, dass auf der anderen Seite vielleicht noch nicht alles weg ist. Eine Sache nur hätte ich mir vielleicht anschauen sollen, und zwar, es gibt nämlich einen Plan von dieser Good Life Welt. Den hätte ich mir vielleicht davor mal ein bisschen anschauen können. Du verlässt die Karte. Ja, genau. Ich fahre in die falsche Richtung, glaube ich. Irgendwann werde ich hier, glaube ich, einfach wegteleportiert. Das heißt, ich werde jetzt einfach erstmal an der Küste weiter schwimmen. Wahrscheinlich dort hinten, wo diese Landschaft so abgeschnitten ist. Da ist wahrscheinlich die Welt zu Ende, sozusagen. Also ich glaube, da kann man dann sozusagen nicht mehr weiter. Ne? Glaube ich mal. Also ich glaube, dann wird man irgendwann einfach wieder zurückteleportiert. Das sieht... Was ist das? Kann ich mal vorbeischauen? Ich wahrscheinlich... Ah, da ist ein Villager. Schaut mal. Da ist ein Villager. Was macht der denn hier? Ist das schiffbrüchig hier geworden? Hallo? Ich kann mein Boot nicht stoppen. Warte mal kurz. Ich will mal schauen, was dieser Villager hier macht. Was steht da? Oh Gott! Nein! Ich bin so behindert. Ich kann mein Boot nicht mehr steuern. So, was steht hier? Sie wachen... Immer wachsen, immer weiter. Irgendwann sieht man gar nichts mehr. Okay. Krass. Keine Ahnung. Also sehr mysteriös. Ich habe keine Ahnung, was der damit meint. Das werden wir noch herausfinden, denn wir sind hier in Good Life. Wir werden alles herausfinden. So. 38 FPS. Wow. Kommen wir voll laggend vor. Hier ist ein Totem. Warte mal, vielleicht mal schauen. Würde mich sehr wundern, falls das noch keiner entdeckt hat. Aber ich meine, alles ist möglich, aber es sieht aus, als wäre da schon ein Schild dran. Kann ja trotzdem mal hingehen. Wie gesagt, unter diesen Totems, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, da findet man immer in diesen Kisten hier immer so Emeralds und die kann man dann benutzen. Aber hier war schon Spieleficker. Ja, ob das jetzt wirklich der war oder ob das jetzt Spielemonster war, der nur ganz witzig war, kann ich jetzt nicht sagen. Da hinten geht es, glaube ich, wieder zurück in die Stadt. Da kommt ein Zombie. Und ich würde mal sagen, wir schwimmen weiter die Küste entlang. Jo, dann sind wir jetzt erstmal ein paar Stunden, Jahre auf Erfolg-Dingens-Tour hier. Dann können wir ein bisschen hier erforschen. An der Küste ein bisschen langfahren. Und ein bisschen hier in die Gegend schauen. Hier sind... Alter, da sind echt diese fetten Bäume, ne? Die sehen so episch aus. Aber wir sind ja außerhalb der Stadt jetzt. Diese Bäume sind die Stadtgrenze. Das heißt... Falls ich hier auf jemanden treffen würde, was ja sehr wahrscheinlich ist bei dieser massiven Spieleranzahl auf dem Server, dürften wir uns gegenseitig umbringen und die Sachen plündern. Nur in der Stadt ist das nicht möglich. Also darf man das sozusagen nicht. Hier ist ein Pferd. Das ist sehr interessant. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Sattel. Das wäre auf jeden Fall cool. So, also hier, ich fahre gerade noch ein bisschen weiter. Ich hoffe mal, ich finde hier irgendwelche schönen Länder. Oder eine Höhle oder sowas. Irgendwas Cooles. Ja, ganz was Cooles will ich auf jeden Fall finden. So, ein bisschen... du verlässt die Karte jetzt schon wieder, ne? Ich hoffe mal, ich werde es hier gleich nicht irgendwie weggeportet. Ich will ja hier nur an der Land, an Rand hier weiterfahren. Das ist ja nicht so dramatisch, oder? So, was... Hier, da sieht's... Oh, hier sieht's irgendwie aus, als wäre hier eine Höhle oder sowas. Ich lasse mal gerade mein Boot hier stehen. Zack. Hallo?
Bitte? So, okay, ich lasse mal mein Boot gerade hier schwimmen. Ich hoffe mal, das bleibt hier. Und hier gibt es auch ein paar, ein bisschen was zu essen. Also zur Not kann ich hier ein paar Schweine oder so mitnehmen. So, es ist auch schon dunkelste Nacht gerade. Ich will mal gerade schauen. Oh. Oh, hier sind Zombies. Und zwar nicht zu so knapp, Alter, was ich hier gehört. Oh Gott. Leute, das wird kritisch. Nein. Oh Leute, sterbt. Sterbt einfach, ihr scheiß Zombies. Unglaublich. Greifen die mich einfach so an. Und hier ist noch einer. Ah, fuck. Da kommt noch ein Skelett. Alter, Leute, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich schlachte die einfach alle weg. Und es kommen immer mehr. Wow, okay. Fresse ich mal gerade hier ein Zombie-Brain, ist mir jetzt egal. Und da ist ein Baby-Zombie, ich ignoriere ihn mal ganz geschickt. Ach Gott, kann ich nicht. Scheiße. So. Und. Ohne Hits. So. Ich laufe einfach weiter landinnen einwärts. Ich hoffe mal, dass da nicht mehr ganz so viele Monster sind, weil dann wird es da vielleicht ein bisschen heller. So, mal schauen. Ich will immer nicht hier überall so Cobblestone hin klatschen, weil das sieht dann immer so hässlich aus, die ganze Welt. Weiß auch nicht, ein bisschen blöd, aber ja, ich finde es sieht einfach hässlich aus. So, mal schauen. Da unten sieht's aus. Ne, da gibt's nichts. Da hinten ist auch die Stadt. Wir sind gar nicht so weit weg. Wir sind nämlich, es gibt nämlich, die Stadt ist relativ auf einer Seite der Map und auf die andere Seite kann man sehr, sehr weit noch fahren und da würde ich mich jetzt gerne begeben. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich will da jetzt gerne mal dorthin, wo man noch weit, 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 weit reisen kann. Das wäre natürlich richtig cool. Das heißt, wir brauchen wieder ein Boot und ich habe mein Boot natürlich dort hinten gelassen. Das war mega intelligent auf jeden Fall von mir. Also krass, was ich hier wieder mal veranstaltet habe. So, ich würde mal sagen, ich nehme mir einfach ein Boot und schwimme hier außen rum. So, dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht da hinten irgendwo irgendwas finden. Komm, wir müssen irgendwas Schönes hier finden. Dann. Oh, da sieht es auch vielleicht aus wie eine Höhle. Das sieht sehr aus sogar wie eine Höhle. Vielleicht war da keiner noch. Na doch, da war schon was. Da war schon jemand. Okay, da müssen wir gar nicht mehr hin. Weil hier hat man schon gesehen, da waren schon Öfen und so. Das heißt, hier war auf jeden Fall schon jemand. Hier sieht es aus, als würde es hier ein bisschen landeinwärts gehen. Ich kann ja mal schauen. Ich kann ja mal hier. Oh Gott, es laggt. Oh, nein! Nein, es laggt schon wieder. Wo ist mein Boot hin? Ist es jetzt einfach verschwunden? Was? Okay, ich würde mal sagen, ich laufe weiter. Mann, Leute. Gibt's doch nicht. Einfach nimmt das Boot Reißaus aus. Ich. Warum leckt es so? Was? Oh mein Gott. Scheiße. Ich drehe schnell mal Shader aus. Ganz schnell. Das sollte es nicht mehr so laggen. Oh Gott, diese Witches. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raus ist off. Oh Gott. Raus hier. Weg hier. Weg hier. Scheiße, 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 scheiße. Leute, ich muss weg hier. Oh Gott. Gott. Leute, am Strand bin ich ein bisschen sicher, wenn mich jetzt hier nicht gleich ein Creeper in die Luft sprengt. Ach du Scheiße, Leute, was war das jetzt? Das ist ja, boah, fast verreckt hier. So, die Nacht ist auch gleich vorbei, zum Glück. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir sind jetzt natürlich schön vergiftet. Da hinten sind überall Creeper. Und hier war auch schon jemand. Es war hier, glaube ich, echt schon. Es wird schwierig. Ach Gott, es fängt an zu pissen, Alter. Das schön alle Monster nicht despawnen, ne? Ja, Welt, ich hasse dich auch. So, das gibt's doch nicht. Mann. So, hier ist eine Höhle. Die sieht noch nicht ganz so erkundet aus. Ich schau mal, ob ich hier vielleicht was finde. Die sieht sehr, sehr unerkundet aus. Ich hol mir mal. Oh. Das wollte ich jetzt nicht gerade. Ja, hier ist ein bisschen Kohle. Guck mal, also die sollte noch nicht erkundet sein. Das ist cool auf jeden Fall. Da haben wir mal eine Kohlehöhle gefunden, genau. Sehr cool, diese Höhle. Nehmen wir mal ein bisschen Kohle mit in der Kohlenhöhle. Dann können wir uns auch direkt ein paar Fackeln machen, weil die brauchen wir dann, um sozusagen runterzugehen in die Höhle. So, nehme ich mal gerade die Kohle mit. Wir haben 6 Kohle, da sollten auf jeden Fall einige Fackeln rauskommen. Und es leckt immer noch so Kacke. Mann, so, das gibt's doch echt nicht. Hier, 16 Fackeln müssen erstmal reichen, kurz. Dann werde ich hier erstmal so ein bisschen so abschirmen, dass ich hier, sozusagen hier, ne? Ist meine Grotte hier. So, komm dann. Probiere ich mich jetzt hier gerade mal ein bisschen runterzubauen. Wird nochmal spannend heute, ne? Oh. Ganz vorsichtig runtergebaut, Chris. Gut gemacht. Richtig cool. Also, Chris, ich bin stolz auf dich. So.
Mal schauen. Ich hoffe mal, hier ist. Das ist jetzt eine gescheite Höhle und nicht nur so ein Mini-Dingens. Ich habe keine Steine mehr. Das ist sehr traurig. Muss ich mir den nächsten Stack aus dem Backpack nehmen? Und es ist irgend so ein Mini-Dingens? Nein, ist es nicht. Hier. Leute, wir haben ein Totem gefunden. Jeder hat es übersehen. Dort hinten waren schon Sachen. Geil, Alter. Jo, wahrscheinlich. Genau, guck, jetzt haben wir hier Emeralds drin gefunden. Das ist cool. Von denen können wir uns dann natürlich neue Sachen kaufen. Und jetzt müssen wir aber hier ein Schild. Da war noch ein Schild drin. Das müssen wir jetzt hier dran platzieren. Müssen dann hier schreiben. Wollre der Schleim. Warte. Wollre der Schleim hat was gefunden. So, mein erster Totemfund. Hashtag first found. So. Nein. Oh, da kommt jemand. Da kommt jemand. Warte mal. First found. So. Habe ich erstmal was gefunden. Und First Found ist übrigens auch richtig geiles Englisch, aber komm. So, da hinten scheint auch noch eine Höhle zu. Oh Leute, das wird doch mal spannend heute. Ich bin richtig aufgeregt. Alter, ich habe gerade richtig Bock wieder auf Good Life. Ich schau mal gerade, hallo. Der Gute. Oh mein Gott. Da kommt schon das Skelett wieder. Das will uns natürlich hier brutalst abschlachten, das Liebe. Aber so nicht, mein lieber Freund. So, der ist weg. Ich würde mal sagen, ich pack schnell meine Sachen in das Backpack rein. Jetzt habe ich nämlich 12 Dinger hier. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Da geht's auch nochmal hoch. Alter, Leute. Hier ist ja richtig viel zu entdecken. Hier, wir sind gerade echt in eine richtige Dungeon-Gegend scheinbar hier geraten. So, der wird jetzt hier getrieben. Das stört mich nicht. So. Okay, da unten, da scheint die ganze Zeit irgendwie Lava auf Wasser zu treffen, weil da höre ich die ganze Zeit diese Geräusche. So, die Zombies. Ich lasse euch in Ruhe, wenn ihr mich auch in Ruhe lasst. Kein Stress hier, meine Freunde. So, mal schauen, vielleicht hat das hier auch noch keiner erkundet. Das würde mich ein bisschen wundern, weil ihr wisst, so nah an der Stadt. Nee, okay, hier war schon jemand tatsächlich. Da war wahrscheinlich auch irgendwo ein Totem hier. Muss ich jetzt gar nicht so genau untersuchen. Aber dass das dort hinten noch keiner gefunden hat, das freut mich sehr. Dann habe ich jetzt auch mal was gefunden. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das freut mich. Ja, hat schon mal gut angefangen. Auf jeden Fall schon mal ein schöner Fund für die erste Folge. So, Alter, dieser ganze Fluss ist voll mit Zombies, ne? Das ist nicht mehr schön. Der Regen soll mal echt langsam aufhören. Das ist echt nicht mehr schön hier. So. Ich würde mal sagen, ich gebe jetzt mal die Höhle hier runter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. 3, 4 Minuten noch. Ich kann ja ein bisschen überziehen. Ich bringe ja nicht so viele Videos. Wenn man nicht jeden Tag Videos bringt, kann man ja ein bisschen überziehen. Und. Oh mein Gott. Ist das wirklich. Ist das noch ein Totem hier? Hat es auch noch. Das hat auch noch keiner gefunden. Leute, wir haben 2 Totems diese Folge gefunden. Alter, richtig geil. Wahrscheinlich ist es einfach was. Gibt es einfach so viele Totems, dass nichts besonders ist. Aber ich freue mich gerade richtig. Wow, yo. Wollre war hier die Nummer 2. Ja. Alter, richtig geil. 2 Totems. Jetzt haben wir 10 Emeralds nochmal. Ab ins Backpack mit denen. 22 Emeralds. Da können wir so wie richtig coole Sachen davon. Aber wir auch schöne Sachen kaufen. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Totems. Es gibt auch solche Holztotems, die sind meistens an der Oberfläche und die anderen sind meistens unterirdisch. So, da kann ich ja hier nochmal schauen. Hier scheint es auch reinzugehen. Vielleicht ist da nochmal irgendwas. Vielleicht ist es auch nur eine Höhle. Die würde ich auch richtig cool finden, weil wir brauchen mal ein bisschen Eisen auch mal. So. Schauen wir gerade mal. Oh, ja, das sieht sehr höhlenmäßig aus. Und, erstmal das Skelett abschlachten hier. Scheiße, jetzt ist da unten. Und, okay. Jetzt war tatsächlich Lava. Ich habe ja die ganze Zeit das hier zischen hören und hier. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, es ist Obsidian, aber war nur Erde. Sah gerade so aus wie Lava. So, ich baue mir gerade die Kohle ab. Kohle ist natürlich immer gut, weil Kohle kann man immer gebrauchen. So, mcporter.de ist so arrogant. Der antwortet mir nicht mal, obwohl ich Hallo gesagt habe. Nee, ist natürlich ein ganz lieber, aber hat es wahrscheinlich einfach nur nicht gesehen. Das einzige Weise, wie ich es mir erklären könnte, ist eine Ignoranz. Das ist so traurig, aber man muss manchmal auch einsehen, dass man nicht bei allen erwünscht ist. Ich glaube schon wieder so eine Scheiße, Leute. So, Kohle abfahren ist immer was ganz Spannendes. Wir haben jetzt schon Mining Skills 17.
Ich habe noch nicht ganz gepeilt, was das für eine Verbesserung bringt. Einige Skills, klar, zum Beispiel PvP-Skills, da machst du einfach mehr Damage dann sozusagen den anderen. Oder bei den Acrobatic-Skills, die kriegt man immer, wenn man irgendwo runterfliegt sozusagen und Fall-Damage kriegt. Dann kann es sein, dass wenn man einen hohen Sturz hat, dann kriegt man weniger Damage sozusagen. Aber was jetzt diese ganzen Sachen sind wie Mining-Skills, schneller abbauen tut mir trotzdem irgendwie nicht, weil. Schaut mal, ich baue noch genauso schnell ab wie sonst immer. Außerdem würde ich ja sonst hier diesen Mining-Boost-Effekt kriegen, weil sonst, man kann es ja gar nicht anders lösen hier. Ja, also ich verstehe es noch nicht ganz, was das so ist. Ihr wisst wahrscheinlich auch nicht besser, weil ihr könnt das ja nicht selbst zocken, aber. Ne? Ich kann es zocken und ich muss es selbst rausfinden. Ich muss mich mal bei einem anderen Typ, der hier schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, mal informieren. So, wir sind auch schon bei Mining Skills 18. Geil. Also, das war schon immer mein Traum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Fuck, Leute. Mann. Diese Spinnen. Okay. Hier war scheinbar nichts besonders. Und ich bin schon wieder kurz davor zu überziehen. Das heißt, ich werde mal da hinten mich wieder in meine Privatgrotte begeben, die ich ja vorhin schon ein bisschen hier ausgeleuchtet habe. Dann. Das halt nicht sofort, wenn ich hier wieder spawn, dass mich hier nicht direkt irgendwelche Monster abschlachten. Ja, ich mach mal hier gerade kurz. So, zack, zack, zack. Ach du Scheiße, hier ist noch Kohle. Die habe ich ganz übersehen. Die muss ich ja noch mitnehmen, auf jeden Fall. Weil das geht ja nicht, hier einfach Kohle liegen zu lassen, Leute. Die nehme ich auf jeden Fall noch schnell mit. Danach muss ich auf jeden Fall die Folge schnell beenden. Nein, ich überziehe hier voll. Das ist ja voll krass. Ich will, also ich darf überziehen, aber ich will es nicht, weil sonst werden die Folgen so lang. So. Zack, die baue ich auch noch schnell ab hier. 19 Mining Skills. Ach du Scheiße. Leute, wie viel Kohle ist das jetzt? Ja, wenn man unter Zeitdruck hier steht, dann findet man immer noch so viel. Mann. So, jetzt haben wir aber genug. Ich baue mir hier gerade zu, dass mich hier keine Zombies attackieren, wenn ich wieder respawne. Hier nochmal schön alles ausleuchten. Ah, hier auch, dass hier auch ja nichts kommt. Ich habe keine Lust zu sterben, Leute. So. Dann packe ich noch schnell alles ins Backpack. Alles Wertvolle. Ja, hier. Zombie-Heads. Okay, dann würde ich mal sagen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder oder wann auch immer das nächste Video kommt. Bis dann, bleibt schleimig, lasst eine Bewertung da oder sowas in der Art. Und tschüss.